Guten Tag, Herr Heinen. Laut Studie beeinträchtigen der Mangel an Fachpersonal, unzureichende Programmierkenntnisse und fehlendes internes Know-how die Umsetzung von KI- und ML-Projekten. Haben Sie Tipps, wie insbesondere kleinere Firmen diese Probleme umschiffen können? Das ist ja die klassische Frage, make or buy. Da ist gerade für die kleineren Unternehmen die offensichtlichste Antwort natürlich, einen externen Dienstleister mit ins Boot zu holen. Denn da kann man die Erfahrung, die der Dienstleister schon bei zig Unternehmen gesammelt hat, natürlich direkt mit einbauen und davon profitieren. Davon abgesehen, dass ein externer Dienstleister sehr viel schneller ist, oft tatsächlich günstiger, sehr viel flexibler und natürlich risikoärmer. Das Allerwichtigste allerdings ist natürlich daran, wenn ich mit einem externen Dienstleister angefangen habe, größer geht immer. Das heißt, wenn ich nach 6 Monaten im Projekt merke, okay, das ist wirklich ein sehr, sehr großes Geschäftsfeld, das lohnt sich hier zu investieren, dann kann man da immer noch interne Ressourcen aufbauen und ein guter Dienstleister wird einen da auch unterstützen. Wir haben beispielsweise eine Komponente, da geht es um Ausschussanalyse, um automatisierte, wo wir halt schon mit jede Menge Unternehmen zusammengearbeitet haben. Das müssen die Kunden nicht in langwierigen Projekten alles nochmal neu rausfinden, sondern können da sofort von unserem Erfahrungsschatz profitieren. Den hohen Stellenwert von KI und ML zeigt unter anderem auch das Ergebnis, dass inzwischen die meisten Unternehmen ein separates Budget für KI-ML-Projekte aufweisen. Die knappe Mehrzahl allerdings erst seit kurzem. Schließen Sie daraus auf einen richtigen Boom in den kommenden Jahren? Ja, also Machine Learning oder künstliche Intelligenz ist ja in der Zwischenzeit wirklich in der breiten Wahrnehmung angekommen. Das merken auch wir im Arbeitsalltag. Wir haben zum Beispiel eine Komponente seit Jahren im Einsatz. Da geht es um die Vorhersage von Lieferdauer bzw. von Wiederbeschaffungszeiten. Und da mussten wir vor ein paar Jahren wirklich noch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten und wirklich die Leute davon überzeugen, dass KI oder Machine Learning als Technologie grundsätzlich funktionieren kann. Das ist in der Zwischenzeit aber selbstverständlich und das ist eben nicht nur bei unseren Kunden selbstverständlich, sondern insgesamt, weil viele Unternehmen sich strategische Fragen stellen und datengetriebene Entscheidungsfindung die logische Antwort darauf ist. Das heißt, das wird immer mehr und mehr werden. Und letzten Endes ist es in der Zwischenzeit so, dass es eigentlich nicht nur noch darum geht, ist man Early Adapter oder ist man Late Follower oder irgendwas dazwischen. Nach wie vor ein wichtiges Thema ist der Aufbau einer Datenstrategie inklusive der Implementierung von Datenmanagementlösungen. Deutet dies darauf hin, dass Unternehmen Schwierigkeiten damit haben, Datensilos zu beseitigen und Datenbestände für KI-Anwendungen aufzubereiten? Auch, aber nicht nur. Also jedes größere KI- oder Machine Learning-Projekt ist automatisch auch ein Change-Management-Projekt. Das heißt, wenn ich im Vorfeld die strategischen Fragen nicht geklärt habe, dann laufe ich später im Projekt irgendwo in Schwierigkeiten hinein. Und da ist Data Management bzw. insgesamt das Datensilo-Thema natürlich einer von vielen wichtigen Bestandteilen. Stellen Sie sich vor, Sie müssen eine Data Management-Lösung oder ein passendes Konzept auf die Beine stellen und Sie wissen aber gar nicht, wofür die Daten hinterher gebraucht werden sollen. Dann können Sie gar nicht wissen, welche Daten sollen überhaupt erhoben werden, welche Daten sollen historisiert werden, welche sollen zusätzlich erhoben werden, wie sollen die untereinander verknüpfbar sein. Das heißt, je klarer die Zielsetzung, desto klarer und einfacher auch die Umsetzung im Anschluss. Stichwort Organisationsstruktur. Firmen stufen DevOps und Low-Code als wichtig ein, um mithilfe von ML und KI die Softwareentwicklung, Prozesse und IT-Systeme zu optimieren. Ist das ein reines Lippenbekenntnis oder vielmehr sogar eine Notwendigkeit, um Automatisierungslösungen in Fachbereichen erfolgreich einzusetzen? Ich denke, es geht bei den Automatisierungslösungen weniger um Notwendigkeiten und vielmehr um Time-to-Value. Ich kann Funktionalität in einem Low-Code-Framework verwenden, ich kann sie direkt in Python verwenden. Der einzige echte Unterschied ist Geschwindigkeit. Das Gleiche gilt letzten Endes für Development Operations auch. Die Frameworks, die es da heutzutage gibt, können nicht signifikant mehr als das, was man früher auch machen konnte, aber es geht sehr viel schneller und mit sehr viel mehr Convenience. Und auf die Art und Weise haben die Unternehmen dann den Vorteil, eben nicht nur schneller ihre Sachen auf die Straße zu bekommen, sondern da auch viel mehr Freiraum für Kreativität zu haben, sodass ich denke, dass wir in den nächsten Jahren da deutlich mehr Innovationen auch sehen werden, die dadurch ermöglicht wird. Vielen Dank.